My stomach is growling, honey. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Hallo Leute, Johnny ist back für euch. Und er hat euch was Schönes mitgebracht. Einen Rinderbraten aus der Unterschale. So, ich rück das hier mal alles zur Seite. So, jetzt müssen wir erstmal diese Membran da oben wegschneiden hier. Ganz genau, scharfes Messer her. Ganz genau. Oh, da kommt der richtige Fleisch zum Vorschein. Das richtige. So, und nun ordentlich gesägt hier. In meinem früheren Leben war ich mal Metzger. Und jetzt hier, ungefähr 2,5 hier, so einen halben hier, jetzt noch einen ganzen da hier, 5 Gewürzepulver aus dem Teilladen. Und eine ordentliche Ladung Pfeffer da rein. Circa einen Teelöffel, wird nachher noch ein bisschen schärfer. So, und Freunde, Chiliflocken. Ordentliche Ladung reinwemsen hier. So, ich mach das mal grob hier, aber man kann einen Teelöffel nehmen, dann ist es sehr amtlich, ne? So, dazu hier den Marihuana hier, auch hier eine ordentliche Ladung, circa 2 Löffel hier. Und ihr Knoblauchpulver da, auch 2 Löffel wahrscheinlich hier, ne? So, und dazu natürlich noch das Zwiebelpulver und den Brown Sugar nicht vergessen. Sugar Baby, Sugar Daddy, jawohl, für die Girls, damit es ein bisschen süßer wird. Oh ja, und nun hier, da stampfen wir ein bisschen klein die Senfkörner hier. So, hier, und da rein, kommt schon raus da mit euch. Ja, so ist gut. So, jetzt schön durcheinander rühren. Oh, ich hab noch ein bisschen was vergessen, ne? Das muss ein bisschen roter werden. Und, was fehlt denn da? Na? Komm schon, Paprikapulver, scharf natürlich. Ordentliche Ladung rein hier, 2 Teelöffel circa. Ich hab ein bisschen mehr genommen. Schön für die Farbe, ne? So, und nun hier kann gerubbt werden. So, denkt an die Earls am Strand und die Sonnenmilch. Jetzt seid ihr am Start. Zugreifen und das Fleisch hier schön bedrücken hier. Oh, so, ja, schön einreiben. Jetzt umdrehen hier. Hey, die andere Seite darf nicht fehlen. So, oh, ja, so, jetzt das Fleisch hier. Sieht ja fein aus. Könnte man gleich so reinbeißen. Ne? Schön anpappen hier, ganz genau. So, Dutch Ofen, Freunde. Jawohl, hier. Deckel auf. Und Sojasauce rein. Ordentliche Ladung hier, ganz genau. So, wenn der Boden leicht bedeckt ist, so wie hier, können wir das Gerät noch nicht reintun, denn es gibt noch einen Schuss. Saki, jawohl. Diesmal nicht in den Hals, sondern in den Topf. Und jetzt hier das ganze Ungetüm hier. Den Kaventsmann hier schön reinlunsen hier in den Topf. Oh ja. So, platt drücken hier. Passt so gerade rein. So, den Rest von der Gewürzmischung einfach oben drüber kippen. Und dann noch Sojasauce hier hinterher feuern hier. Ganz genau. Einfach reinlunsen hier. Das schadet nicht. Da ist genug Salz drin. Freunde, wenn ihr euch wundert, warum ich da keinen Salz beigetan habe, das ist in der Sojasauce. So, schöne Fahrt nochmal oben drüber. Deckel drauf, Freunde. So, ab zum Dutchen hier. Kick. So, dünn hier. Jawohl. Der Kamin leuchtet schon hier. Meine kleine Selbstbau-Dutch-Ofenstelle hier. Ein paar Backsteine da hingeschmissen. Fertig, ne? Brauchen wir nichts Teures holen hier. Einfach ein paar Steine. So. Wir haben ein paar unten hingekippt da, ein paar Kohlen hier. So. Perfekt. Immer ein bisschen Hitze, bei dem Dämpfer ein bisschen mehr Hitze von unten geben. Und den Rest einfach oben drauf feuern hier, ne? Schöne Ober- und Unterhitze erzeugen. Ungefähr waren unten 8 Kohlen. Und den Rest oben drauf. Perfekt. So. Nun hier. Nach circa 6 Stunden, ich gehe mal gerade aufs Klo, bin ich wieder da. Jawohl, und nun, Deckel auf. Ist das eine Nummer hier? Oh, sieht das gut aus. Oh ja, so, Gabeln raus, aber zackig hier, da. Und nun,
auseinanderwimsen, das ganze Gerät hier. Das zerfällt butterweich. So, jetzt ist Handarbeit angesagt. Schön auseinanderzupfen, es gibt Pulled Beef. Dutch Oven Style. So, und wenn man es auseinandergezogen hat, vermischt sich alles wieder mit dem Fleischsaft, der ausgetreten ist. Der hier natürlich nicht verloren geht im Dutch Oven. Saftiger kriegt ihr es nirgendwo hin. So, und runter damit. Und nun hier, Burgerbrötchen hier, Senf. Ich habe da so einen Chili-Senf erwischt hier. Den packe ich als Unterseite, der Klassiker hier, ne? Krautsalat oben drauf, ne? So, noch einen Schlag. Und jetzt hier das Fleisch. Jawohl. Eine ordentliche Ladung hier. Komm schon hier. Ja, oh. So, hier runtergefallen. Hier. Komm hoch. Und noch eine Ladung hier. Johnny hat Hunger für euch. Mmh, oh, jetzt Barbecue Sauce hier. Oh, schön oben drauf. Einfach so draufhauen hier. So muss das sein. Und jetzt für die Girls ein bisschen Salat, ein paar Tomaten. Und natürlich der Deckel drauf. Und hier ist er, unser Klassiker. Johnny's Pulled Beef Burger. So, Freunde. Nächste Woche lasst euch mal überraschen, was wir noch zaubern. Und hier zur Überbrückung könnt ihr euch noch das obere Video reinwemsen oder das untere. Oder mal abonnieren, wer möchte oder noch nicht hat. Also Boys und Girls, ballert's euch rein. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao.